In der Schwerelosigkeit bewirken eure Flügel nichts. Sind Sie sicher, dass es hier keine Toilette gibt? Was ist hinter dieser Tür? Stopp! Hände weg von dieser Tür! Festhalten! Was ist denn passiert? Bei Öffnung einer Tür im Weltall saugt es die ganze Luft aus der Rakete. Arme Nanny Plum, sie schwebt einfach davon. Hallo! Meine Flügel funktionieren nicht. Wir können Sie gut über Funk hören, Nanny Plum. Sie brauchen nicht zu schreien und regen Sie sich gar nicht auf. Nicht aufregen? Ich schwebe immer weiter davon durch den Weltraum. Elfenrakete, hier ist die Bodenkontrolle. Wie sieht es da oben aus? Nanny Plum hat eine Tür geöffnet und trudelt nun durch das Weltall. Oh je, welche Schande. Na, kann man nichts machen. Fortsetzung der Mission. Nein, erst einmal müssen wir Nanny Plum retten. Oh ja, ich nehme an, das müssen wir. Ich rette Sie, Nanny. Ich auch. In Ordnung. Haltet euch alle an diesem Seil fest, dann könnt ihr nicht wegtreiben. Seid ihr bereit? Bereit! Wir kommen, Nanny Plum. Zugreifen! Zugreifen? Wo denn zugreifen? Oh nein! Wir kommen nicht bis zu Nanny Plum. Mr. Elf, Achtung, das Seil ist nicht lang genug. Oh nein! Verschollen im Weltall! Und ich war noch nicht einmal auf der Toilette. Hier hast du ein Lasso, Ben. Danke, Dad. Halten Sie still. Ich versuche jetzt, das Lasso um Ihre Taille zu werfen. Ich hab sie. Juhu! Du bist der Retter von Nanny Plum. Oh, danke, Ben. Ich danke allen dafür, dass ich gerettet wurde. Lassen Sie sich das eine Lehre sein, Nanny Plum. Hier, bitte. Frösche legen Eier, die heißen Froschlaich. Die sehen ja gar nicht aus wie Frösche. Darauf müssen wir noch ein paar Tage warten. So, wer von euch würde denn auf unseren Froschlaich aufpassen? Ich möchte. Wirklich, Prinzessin Holly? Ja, bitte. Warum nicht? Dann helfe ich euch und wir bringen das Glas zum kleinen Schloss. Hurra! Da da dam da 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 da. Nanny Plum, Nanny Plum. Hallo, Prinzessin Holly. Wie war es denn im Unterricht? Einfach toll. Wir haben alles über den Froschlaich gelernt. Und ich, stell dir vor, habe eine Hausaufgabe bekommen. Das finde ich sehr schön. Hallo, Nanny Plum. Wo darf ich denn den Froschlaich hinstellen? Grundgütiger Froschlaich. Du hast immer gesagt, dass ich mehr über die Natur lernen soll, Nanny. Ja. Ich dachte jedoch nicht, dass das in meiner Küche geschieht. War heute ganz toll, Mami. Wir haben alles über Frösche gelernt und ich habe sogar eine Hausaufgabe bekommen. Das ist ja herrlich, Schätzchen. Gute Nacht. Gute Nacht, Mami. Oh, es ist morgen. Guten Morgen, Froschlaich. Oh, wo sind denn nur die ganzen kleinen Fische hergekommen? Das sind keine Fische, Holly. Das sind Kaulquappen. Hallo, Kaulquappen. Was sind Kaulquappen, Nanny? Tja, heute fahren wir also zur großen Farm, um etwas über Kühe zu lernen. Nun, ich bin nicht sicher, ob ein Marienkäfer mit dabei sein sollte. Bitte, weiser alter Elf. Oh, von mir aus. Solange er sich unterwegs gut benimmt. Gaston mag sie ganz doll. Na, da bin ich ja begeistert. Wir fahren zur großen Farm, zur großen Farm, zur großen Farm. Wir fahren zur großen Farm und werden Kühe sehen. Da wäre sie, die große Farm. Passen Sie auf die Viehgitter auf. Was? So, ihr müsst immer bedenken, große Menschen haben sehr große Füße. Ihr könnt nie wissen, wo sie als nächstes hintreten.
Mit Glück werden wir vielleicht gar keinen der großen Menschen treffen. Wenn es aber doch geschieht, bitte Ruhe bewahren. Nur keine Panik, klar? Weiser alter Elf, ist das einer von den großen Menschen? Hä? Ah, ein großer Mensch! Ah! Oh, ein kleiner Spielzeugbus. Ah! Bitte stell uns wieder runter. Oh. Keine Sorge, das ist Lucy. Sie ist nur ein kleines Mädchen. Sie ist ein sehr großes kleines Mädchen. Sie ist sogar enorm groß. Hallo. Hallo, Lucy. Oh, noch mehr kleine Feen. Ich darf dich darauf aufmerksam machen. Ich bin keine Fee. Ich bin ein Elf. Hast du auch Flügel? Kannst du auch fliegen? Elfen wollen nicht fliegen. Kannst du etwas zaubern? Elfen wollen auch niemals zaubern. Oh, und welche anderen Dinge könnt ihr so? Elfen können... Pippin gefällt das Rad. Sind Sie sicher, dass das Rad das aushalten kann? Ja, Majestät. Hamster rennen doch nicht wahnsinnig schnell. Ihr habt anscheinend einen von der ganz schnellen Sorte. Das Laufrad dreht sich zu schnell, ehrlich. Das hält das Gestell nicht aus, niemals. Keine Panik. Das Rad passt ja nicht durch das Schlosstor. Mein schönes Schloss! Oh je. Pippin hat's wieder geschafft, auszureißen. Das Rad rollt in Richtung des großen Elfenbaums. Das heißt, wir müssen die Elfen warnen. Hallo? Hallo, Schatz, ich bin's. Weißt du, was Hamster sind? Ja, Schatz, ganz süße, flauschige Tierchen. Ja, bleib jetzt ganz ruhig, aber ein Hamster rollt auf den Baum zu. In einem enormen Laufrad! Oh! Es rollt wieder den Weg zum kleinen Schloss zurück. Oh! Oh mein Gott, Mr. Elf. Hier ist nichts weiter passiert, aber jetzt rollt es dahin zurück, wo es herkommt. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Was ist die gute Nachricht? Das Rad hat dem Baum und den Elfen keinen Schaden zugefügt. Hurra! Nun die schlechte Nachricht, los! Das Rad rollt jetzt wieder hierher zurück! Ah! Alle Mann in unseren Turm, schnell! Rennt um euer Leben! Ja! Ich glaube das einfach nicht. Ja, König Aurikel, das ist wundervoll, nicht wahr? Euer Hamster ist nach Hause gekommen. Nun bitten Sie den magischen Picknickkorb um Gelee. Was? Sie haben doch aber gesagt, kein magisches Gelee mehr. Schon vergessen? Ich weiß, was ich gesagt habe, aber das ist ein Notfall. Na schön, wie viel Gelee wollen Sie denn? Eine Menge. Ja, gut. Was? Wie soll uns das helfen? Das Gelee kommt aus dem magischen Picknickkorb mit einer verblüffenden Geschwindigkeit. Brrr. Wir nutzen nun diese Kraft des Gelees aus, damit die Rakete fliegt und alle sicher nach Hause kommen. Hätte ich das gesagt, hätten Sie mich glatt für verrückt erklärt. Aber das haben ja nicht Sie gesagt, sondern ich. Und der weise alte Elf ist nun mal sehr weise, Nanny Plum. Sagen wir, er ist ziemlich clever. Na schön, dann legen wir los. Magischer Picknickkorb, bitte sehr. Schaff uns Gelee in Massen her. Oh, alle gut festhalten. Es funktioniert! Hurra! Elfenrakete an Bodenkontrolle. Wir sind auf Kurs zurück zum kleinen Königreich. Und das mit Gelee als Treibstoff. Hurra! Sie sind auf dem Heimweg. Mr. Elf, bitte landen Sie die Elfenrakete genau in unserem Froschteich. Jawohl. Wo sind Sie denn? Da kommen Sie. Und jetzt bitte zurücktreten.
Aber ich lebe wirklich in einem Schloss, Lucy. Komm mit und sieh's dir an. Wow, ein echtes Feenschloss. Klasse. Kein Grund, Angst zu haben, Daddy. Das ist doch nur Lucy. Ein kleines Menschenkind. Hallo, Lucy. Wie geht's denn so? Oh, da ist ja noch ein kleiner Elf. Ich bin doch kein Elf. Ich bin ein Feenkönig. Ich freue mich, euch kennenzulernen, Eure Majestät. Lucy, Zeit, nach Hause zu gehen. Oh, da muss ich sofort los. Danke, dass du so viel in den Mülleimer geworfen hast. Meinst du nicht vielleicht den großen Elfenturm, Ben? Er mag dich wirklich ganz, ganz doll. Wiedersehen, Lucy. Komm bald zurück. Oh je, das Auto springt nicht an. Sieh mal, der Tank ist leer, sagt die Anzeige. Kein Benzin? Ach, das ist nicht gut. Oh, ich wünschte, dass wir Ihnen helfen könnten. Nanny Plum, wie wär's, wenn Sie sich da kurz einschalten könnten mit ein bisschen, Feendings da? Feendings da? Was soll das sein? Sie wissen schon, das Zeug, das Sie mit Ihrem Zauberstab machen. Oh, Sie meinen wohl Magie, weiser alter Elf? Ja, Magie. Mit Vergnügen. Magie schafft alles. Blitzen soll's, donnern, Wunderwelt groß. Schickt das Auto los, los, los. Ja, das ist genug Feenstaub, dass sie nach Hause kommen. Oh, wir haben kein Benzin im Tank und der Wagen fährt trotzdem. Womöglich ist der Wagen so modern, dass er gar kein Benzin mehr braucht. Fragen wir in der Werkstatt nach. Wiedersehen, Lucy. Komm bald zurück. Danke für die Hilfe beim Auto. Geht. Eiche? Klar. Beobachten es die Eichhörnchen? Ja. Los, los, los. Squeak, squeak, squeak. Wir sehen uns dann am hohlen Baumstamm, weiser alter Elf. Squeak. Squeak! Ich hoffe, dass der weise alte Elf das auch durchhalten kann. Squeak! Squeak! Weiser alter Elf, die Eichhörnchen kommen! Squeak! Squeak! Gut, es ist fast geschafft. Oh nein, der Schwanz ist ihm abgefallen. Oh, ich hab die Kontrolle verloren. Ich kann nicht mehr anhalten. Ach, der Herbst ist so schön. Zu dumm, dass ich den Eicheltag verpasst habe. Sieh an, eine Eichel. Na, wie charmant. Eure Majestät, werf die Eichel schnell weg. Ein Eichhörnchen, das spricht. Werf die Eichel sofort weg, Eure Majestät. Ah, weiser alter Elf, wo kommen Sie denn her? Die Eichel weg, Eure Majestät. Sie ist gefährlich. Unsinn, wie kann eine Eichel denn schon gefährlich sein? Die hübsche Eichel ist doch nicht gefährlich. Zwei Eicheln? Das muss heute mein Glückstag sein. Ah! Oh! Sie Besserwisser sollten zuhören. Ihre Hilfe wird gebraucht. Wie schaffen wir es, dass der große böse Barry sein Maul aufmacht? Einer müsste versuchen, den Fisch in ein Gespräch zu verwickeln. Nanny Plum beherrscht die Fischsprache. Ah, Nanny Plum, Sie müssen dem Fisch einen Witz erzählen und ihn dazu bringen, dass er lacht. Das ist ja eine Idee. Eine ziemlich dumme Idee, aber eine Idee. Wie ist der Plan? Ich werde gleich dem großen bösen Barry einen Witz erzählen, damit er lacht. Was? Blanker Unsinn ist das. Das hat der weise alte Elf sich ausgedacht. Es ist brillant. Alle Mann zurück ins Unterseeboot und fertig machen zum Auslaufen. Was ist ein guter Fischwitz? Ich weiß schon. Hat es funktioniert? Keine Ahnung. Er hat ihn vielleicht nicht verstanden. Aha.
Irgendwas passiert gerade. Anscheinend gefällt ihm der Witz gut. Volle Kraft voraus! Ei, ei, Captain! Gerettet! Der Elfenpirat Rotbart und seine Mannschaft sind zurück. Welch ein Triumph! Hurra! Und Sie haben also Ihren Schatz zurück? Nein. Aber Ihr Schiff? Nein. Und in welcher Weise kann das dann ein Triumph sein? Na ja, wir sind nicht im Bauch des großen Fisches. In dem Fall herzlichen Glückwunsch. Sehr schade, dass der Schatz verloren ist. Er ist nicht verloren. Ich weiß, wo er ist. Und niemand wird ihn jemals im Bauch des großen bösen Barry finden. Das ist wahr. Natürlich ist es das. Mein reizendes kleines Schnuckelchen. Der Überlieferung nach wurden sie in der Elfenfabrik gebaut, und zwar von jemandem namens Weiser Alter Elf. Wir kennen den weisen alten Elf. So, so, ihr kennt den weisen alten Elf? Was für einer ist das? Er ist weise. Er ist alt. Er ist ein grummeliger alter Elf, der ein bisschen geschickt ist. Und das ist mein Lieblingsspielzeug. Ein Jahrmarktskarussell zum Aufziehen. Es ist nur leider schon kaputt. Keine Sorge, ich kann das reparieren. Das glaube ich nicht, Junge. Das ist dummerweise etwas für einen Experten. Elfen sind Experten. Und ich bin ein Elf. Ich kann dir ja helfen, Ben. Oh, nur nichts anfassen. Die Spielzeuge dürfen niemals von Kindern angefasst werden. Wenn wir es nicht anfassen, wie sollen wir es dann reparieren? Na schön. So, es ist repariert. Oh, es bleibt stehen. Ich möchte nochmal fahren. Oh ja, ich auch. Mehr. Geht klar. König und Königin Marigoldschloss ist eigentlich überhaupt nicht langweilig. Ja, allerdings. Man hat richtig Spaß, nicht wahr? Daisy und Poppy haben augenscheinlich den Geheimgang gefunden. Oh! Königin Aurikel, wo führt dieser Geheimgang denn hin? Zu dem geheimen Raum. Ich wusste gar nicht, dass wir so einen haben. Na, weil er ja auch geheim ist. Der Raum enthält eine magische Kraft, die man nicht nach außen dringen lassen darf. So? Dann ist es kein guter Aufenthaltsort für Kleinkinder, will ich meinen. Ich höre deutlich die aufgeregten Stimmen der Kleinen. Und auch etwas anderes. Wir müssen uns fernhalten. Also ehrlich, was für ein Aufhebens um eine furchtbare magische Kraft von unvorstellbarer Größe. Ich gehe da jetzt rein. Viel Glück, mein tapferes kleines Pastetchen. Oh. Kannst du was sehen? Ja, schreckliche Dinge. Rotbart, eil zur Rettung! Hier bringe ich die lieben Kleinen. Hilfe! Halten Sie aus, Nanny Plum! Da ist sie wieder. Sie sind sicher zurück, meine Liebesperle. Ich habe ja manche schrecklichen Dinge auf See gesehen, aber nichts, gar nichts, das vergleichbar wäre mit dem Anblick in diesem Raum. Deswegen halten wir diese Tür ja auch verschlossen. Gut, die Party ist jetzt vorbei. Alles in allem lief's besser als gedacht. Aber was ist mit dem Gelee? Wir hatten noch kein magisches Gelee. Magisches Gelee! Magisches Gelee! Na schön, Manny. Aber bitte machen Sie dieses Mal nicht wieder zu viel davon. Seht nur, magisches Gelee. Das ist gut, dann ist die Party allmählich zu Ende. Oh, Ruby, ich hoffe, dass es schön war. Ja, Mami.
Unser heutiges Abenteuer beginnt vor Gastons Höhle. Ein Loch in der Höhle. Gaston! Kommst du raus und spielst mit uns? Oh, Gaston niest ja. Mami, Daddy, Gaston, der Marienkäfer, hat sich erkältet. Das überrascht mich nicht. Seine Höhle ist undicht. Seht nur. Da ist ein Loch drin. Wenn man vielleicht den Stein darauf rollt. Guten Tag. Guten Tag, weiser alter Elf. Was gibt es denn hier für ein Problem? In Gastons Höhle regnet es rein. Das ist kompliziert abzudichten. Da muss ein Fachmann her, ein Baumeister, der es in Ordnung bringt. Wo lässt sich denn nur so ein Fachmann finden? Ich bin Experte. Wirklich? Oh ja. Elfen sind als gute Baumeister bekannt. Und ich bin ein Elf. Wenn das so ist, befehle ich Ihnen, Gastons Höhle in Ordnung zu bringen. Gern, Eure Majestät. Eine weise Entscheidung. Interessant. Es sieht mir aus, als ob Wasser reintropfen würde. Ja, das liegt an dem Loch hier oben. Das Loch dürfte nicht die Ursache sein. Wieso denn nicht? Bei allem Respekt, es gibt Dinge, die man am besten dem Fachmann überlässt. Und wie lange wird die Reparatur dauern? Oh, die wird eine sehr lange Zeit in Anspruch nehmen. Und während hier die Bauarbeiten stattfinden, kann er natürlich nicht in der Höhle wohnen. Aber Gaston ist erkältet. Wo soll er bleiben? Was? Gnome haben rein gar nichts mit Elfen gemeinsam. Sie essen zu viel, reden zu viel und nie wollen sie arbeiten. Vorurteile hin oder her. Ich will, dass der Maulwurf verschwindet. Los! Zu Befehl. Ich beschaff uns den Gnome. Wo bin ich? Hallo, Mr. Gnome. Ich rief Sie her zur Vertreibung von Maulwürfen. Das mache ich mit großem Vergnügen. Esse ich, dann freu ich mich. Nachtisch gibt's noch zu. Ich sing mein Lied, was auch geschieht. Fröhlich, dolli, dolli, do. War ja ganz einfach, nicht wahr? Danke, Gnome. Was bin ich Ihnen schuldig? Oh, ich bin noch nicht fertig, Eure Majestät. Wenn ich den Rücken kehre, kommt der Maulwurf zurück. Was? Dann müssen Sie bleiben. Solange es dauert. Gut, gut. Die Vertreibung der Maulwürfe kostet jedoch sehr viel Energie. Und mein Bauch fühlt sich ziemlich leer an. Nanny Plum, Sie verköstigen ihn gut. Das versteht sich, Eure Majestät. Ein Sack voll Käse-Sandwiches mit einem Eimer voll Tee. Sie sind erstaunlich hungrig. Dann brauche ich außerdem ein paar Arbeiter. Absolut klar. Weiser alter Elf, Sie stehen dem Gnome in allen Dingen zur Verfügung. Wie ihr wünscht. Dankeschön, Eure Majestät. Ja, schon gut. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie fertig sind, dann geht es weiter mit Golf. Natürlich, königliche Hoheit. Ich bin der weise alte Elf. Ich sorge für einen schönen königlichen Golfplatz. Mein dementsprechendes Fachwissen sucht seinesgleichen. Beherrschen Sie auch eine Schaufel? Ja. Gut, als erst... Kinder, zuerst brauchen wir einen Tautropfen von einem Spinnennetz. Da, ein Tautropfen. Halt, Holly. Es ist keine gute Idee, einfach vor der Spinne herumzufliegen. Warum nicht, Nanny? Das Flattern unserer Feenflügel gleicht einer Fliege. Und sie frisst schrecklich gern Fliegen. Sie frisst Fliegen? Psst. Ja, das ist für Spinnen ganz normal. Ihr mögt Eiscreme, Spinnen mögen Fliegen. Sie haben einen ziemlich üblen Mundgeruch. Verzeihen Sie bitte, liebe Spinne. Wäre es wohl möglich, dass Sie uns einen kleinen Tautropfen von Ihrem entzückenden Netz zur Verfügung stellen? Daraus soll Medizin für den König gemacht werden. Wunderbar, sie sagt ja.
Ich hol den Tautropfen, Nanny. Elfen sind wahnsinnig gut im Klettern. Und ich bin ein Elf. Hurra! Sehr gut. Nun suchen wir den Schleim einer Schnecke. Da, eine Schnecke! Holly, würdest du sie vielleicht dieses Mal fragen? Du musst dabei allerdings sehr laut rufen, weil die Schnecken nicht so besonders gut hören können. Wieso denn das, Nanny? Weil sie keine Ohren haben. Können wir nicht einfach Schleim vom Boden nehmen? Du kannst nicht einfach von jemandem den Schleim nehmen, ohne ihn vorher gefragt zu haben. Das ist unhöflich. Hallo, liebe Schnecke. Lauter. Hallo. Meinem Daddy, dem König, geht's nicht gut. Abracadabra, abracadau, zaubere einen Ball und mach ihn blau. Abracasot, rot. Er ist noch etwas klein. Ich könnte ihn etwas größer machen. Ich finde ihn gut. Komm, wir wollen endlich spielen. Für dich, Ben. Für dich, Gaston. Für dich, Ben. Oh, Verzeihung. Oh. Holly, hast du den Ball in das hier verzaubert? Nein, das ist nicht unser Ball. Pass auf. Und was kann das hier sein? Es sieht aus wie ein Ei. Aber woher kann das Ei kommen? Bäume sehe ich ja nicht. Dann ist es wohl geflogen. Eier können nicht fliegen, Holly. Wenn es Zaubereier sind, dann schon. Wäre möglich, dass es ein Drachenei ist. Gaston, weißt du, was für eine Sorte Ei das ist? Das heißt, glaube ich, nein. Oh, ich weiß was. Wir fragen einfach Nanny Plum. Gute Idee. Nanny Plum, schnell! Du meine Güte, was ist denn los? Wir haben ein Zauberei gefunden. Oder ein Drachenei. Komm mit. Wir zeigen es dir. Wirklich interessant. Ein Ei. Abracadabra. So einfach mache ich das. Hokus pokus. Wir dürfen bei den Elfen spielen, doch nicht zaubern, Holly. Oh. Und was macht ihr alles? Wir machen Hochsprung. Hoppla! Das kann ich doch auch. Hoppla! Wir dürfen bei den Spielen natürlich nicht fliegen. Die Spiele sind doch nicht für Feen, nur für Elfen. Das ist unfair. Feen können viele tolle Sachen, ohne zu fliegen oder zu zaubern. Und was? Ich kann tanzen wie eine Ballerina. Sehr schön. Aber tanzen gibt es nicht bei den Elfenspielen. Macht nichts. Außer tanzen kann ich noch andere Dinge gut. Guck, ich bin gut in Gymnastik. Und besonders gut bin ich im hübsch aussehen. Es gibt bei unseren Elfenspielen aber weder Tanzen noch Gymnastik noch hübsch aussehen. Wieso nicht? Wir sind Elfen. Wir machen ernsthafte Dinge, wie springen, rennen und... Prinzessin Holly, Zeit für den Unterricht. Oh, hallo Nanny Plum. Ben steckt in den Vorbereitungen für die Elfenspiele. Können wir dort auch hin? Das ist bestimmt langweilig für dich, Prinzessin Holly. Zusehen, wie verschwitzte kleine Elfen da herumrennen. Es ist ja nicht bloß Rennen. Wir springen und wir stemmen Gewichte. Hier, den goldenen Pokal habe ich letztes Jahr im Hochsprung gewonnen. Oh, wow. Wenn du wirklich so einen willst, kannst du einen bekommen. Abrakasu, Abrakasal, für Prinzessin Holly ein Goldpokal. Yippie! Ich habe einen Pokal gewonnen. Hurra!
So ein Pokal darf man doch nicht herbeizaubern. Man muss dafür etwas leisten. Ich habe dafür etwas geleistet. Heute beschäftigen wir uns mit den Grundfeenregeln. Regel 1. Feen müssen süß aussehen. Reizende Frisur, ordentliche Kleidung, die Haut wundervoll rein. Elfen und Marienkäfer müssen sich um so etwas natürlich keine Gedanken machen. Regel 2. Feen sollten nie und nimmer ohne ihren Zauberstab sein. Wer weiß warum? Weil sie ohne ja keine Zaubertricks machen können. Ja, Ben. Sie werden zum Zaubern benötigt. Eine Fee ohne ihren Zauberstab ist wie unsere Marienkäfer-Lady ohne ihre Punkte. Nanny, Gaston ist ein männlicher Marienkäfer. Sei's wie sei. Die Hauptsache ist, Feen müssen stets auf ihren Zauberstab aufpassen. Ja, Nanny Plum. Regel 3. Wenn es windig ist, so wie heute, sollten sich Feen beim Fliegen vorsehen. Solange ich tief unten fliege, ist alles gut. Aber an windigen Tagen wie heute sollte niemand von euch über die Schlossmauern fliegen. Hier oben ist es sehr windig. Ja, Nanny Plum. Also, was haben wir gelernt? Feen sollten immer süß aussehen. Feen dürfen nie und nimmer ohne ihren Zauberstab sein. Feen dürfen bei starkem Wind nicht hochfliegen. Ja, sehr gut. Seht ihr? Selbst ich kriege Schwierigkeiten, wenn der Wind hier so... Oh, Nanny Plum ist weg. War das denn von ihr geplant? Nein, das glaube ich nicht. Nanny hat ja jetzt gar keinen Zauberstab. Und eine Fee ohne ihren Zauberstab ist genauso wie ein Marienkäfer ohne seine Punkte. Mein Name ist Prinzessin Holly und mein Beruf ist reizende Feenprinzessin. Ja, sehr schön. Und nun braucht jeder noch einen Schutzhelm. Und ich bemerke, dass Sie Zauberstäbe haben. Ja, wir sind Feen. Die bleiben in meiner Obhut. Zauberei ist in der Elfenfabrik strengstens untersagt. Jeder weiß, dass Elfen nicht zaubern. Und wir sind Elfen. Oh, wo hab ich denn? Ah, hier. In der Fabrik herrscht heute Hochbetrieb. Eine große Spielzeugbestellung für den Weihnachtsmann. Wow! Ist das vielleicht der Weihnachtsmann? Nein, das halte ich für unmöglich. Nein, nein. Oh, das ist ja eine Überraschung. Ist der weise alte Elf zu sprechen? Ja. Ich kümmere mich sofort darum. Ein Gespräch für den weisen alten Elf. Bitte sofort beim Empfang melden. Es ist dringend. Hallo, Prinzessin Holly. Hallo, weiser alter Elf. Der Weihnachtsmann ist dran. Oh, entschuldigt mich einen Moment. Hallo? Hallo, weiser alter Elf. Werden denn auch die Puppen rechtzeitig zum Weihnachtsfest fertig? Ja, selbstverständlich. Wir schließen die Produktion der Puppen definitiv heute ab. Und kann ich mich auch darauf verlassen, dass Sie ein hübsches rotes Kleid anhaben? Ja, alle tragen ein entzückendes rotes Kleid. Dankeschön, auf Wiedersehen. Ist das hier eine von den Puppen für den Weihnachtsmann? Ja, wir basteln hunderte davon und alle müssen heute fertig werden. Können wir uns ansehen, wie sie gemacht werden? Natürlich. Hier lang bitte. Uns bringt der Zug schnell dorthin. Oh! Die Hexe wurde getadelt, weil sie gemein und fies war. Und sie musste Geschirr spülen bis zum Ende ihrer Tage. Hexen sind etwas Schreckliches. Da muss man froh sein, dass sie nicht wirklich existieren. Habe ich recht? Oh, aber sie existieren durchaus. Ich kenne eine, die lebt in den Wäldern. Wirklich? Ja. Ich kann mit euch zu ihr gehen, wenn ihr wollt. Aber sperrt sie uns dann nicht in einen großen Käfig ein? Nicht doch. Hexen können zwar manchmal ein bisschen gemein sein, allerdings nur, wenn sie furchtbar verärgert sind. Mami, würdest du zulassen, dass wir uns die Hexe ansehen? Ja, warum nicht? Nanny Plum passt auf euch auf. Dann könnt ihr euch selbst davon überzeugen, wie abscheulich Hexen sind. Kommt, Kinder, brechen wir auf. Wiedersehen. Viel Spaß. Wiedersehen.
Mickey? Wie sind Hexen eigentlich so? Sind sie gruselig? Nein, nicht sehr gruselig. Hexen stinken nur ein bisschen. Und benutzen Hexen magische Kräfte für gemeine Zauber? Sie setzen fast nie Zauberei ein. Hexen sind als Zauberinnen nicht sehr gut. Da sind wir. Diese Hexe hat nie gezaubert. Nicht seit über 100 Jahren. Klopf, klopf! Wer ist da? Nanny. Welche Nanny? Nanny Plum. Oh, Nanny Plum. Kommen Sie bitte herein. Welche Freude! Eine echte Fee und ein Elf? Ja, das sind Prinzessin Holly und Ben Elf. Kommt näher, damit meine alten Augen euch etwas besser sehen können. Das ist meine Wasserspritzblume. Finde ich gar nicht lustig. Doch, es ist lustig. Zip, zapp, zupf. Kommt über in die Luft, verrückter Elf. Wow. Lass mich runter. Zeit für den Unterricht, Holly. Oh, hallo, Ben. Wieso hängst du kopfüber in der Luft? Hilfe! Hilfe! Prinzessin Holly, hast du den Unsinn angestellt? Ben ist selbst daran schuld. Immerzu hat er mir Streiche gespielt. Niemals darf man aus Ärger zaubern. Das kann sehr gefährlich sein. Tut mir leid, Nanny Plum. Holly, lass ihn sofort runter. Entschuldige, Ben. So ist's besser. Was sollen denn diese ganzen Scherzartikel, Ben? Heute ist Elfenjux- und Streichetag. Ich liebe Streiche. Ich finde sowas gar nicht lustig. Du musst lernen, einen Sinn für Humor zu entwickeln. Komm schon, Holly. Lass uns ein bisschen Spaß haben. Ja, heute lernen wir in unserem Unterricht Spaß zu haben. Auf geht's, Holly. Oh, na schön. Fröhlichen Elfenjuckstag. Fröhlichen Elfenjuckstag. Fröhlichen Elfenjuckstag. Was ist lustig? Eine Spinne. Das ist nur eine Spielzeugspinne. Die hängt Daddy jedes Jahr raus. Fröhlichen Elfenjuckstag. König Aurikels neue Kleidung, Eure Majestät. Oh, reizend. Nur ist es modern genug? Das ist ein klassischer Schnitt. Und das Material ist feinster Wollstoff, Eure Majestät. Oh, fantastisch. Oh, bitte nicht berühren, Nanny Plum. Es ist eine äußerst edle Ausführung. Das bedeutet, es verbietet sich jede Reinigung mit Zauberei. Ja, ja. Dann auf Wiedersehen. Danke. Wiedersehen. Kannst du diesen kleinen Schmutzfleck dort auch sehen, Holly? Nein, da sehe ich gar nichts, Mami. Nanny Plum, können Sie den Schmutzfleck sehen? Wo? Da? Nein. Da! Oh. Oh je. Mami! Nur wegen dir ist das neue Kleid von Daddy jetzt schmutzig. Ja, leider. Und König und Königin Marigold werden bald hier sein. Nanny, haben Sie Zeit, es sauber zu machen? Verlassen Sie sich auf mich, Eure Majestät. Nanny Plum, dürfen Ben und ich dir dabei helfen? Natürlich. Der Fleck sieht nicht einfach aus. Wie wollen wir den nun wieder rauskriegen? Der Elfenschneider hat gesagt, dass wir nicht zaubern dürfen, Nanny. Geht in Ordnung. Wir stopfen es in die Waschmaschine. Der Elfenschneider hat doch gesagt, dass es sehr empfindlich ist. Was weiß ein Elf schon darüber, wie man Kleidung wäscht? Er schneidert sie. Er mag sie vielleicht herstellen, aber er hat noch nie so viel gewaschen wie ich. Wir brauchen sehr viel Seifenpulver. Sind Sie sicher, dass das eine gute Idee ist? Natürlich, eine sehr gute sogar. Nichts ist für Kleidung besser als eine schöne, heiße Seifenlauge.
Dazu können wir, wenn wir sowieso waschen, auch gleich die alten Sachen des Königs mitwaschen. Das vergammelte Zeug auch? Ja. Wozu soll ich bloß die schweren, umständlichen Namen der Blumen lernen? Das gehört zu den Dingen, die eine Feenprinzessin wissen sollte. Manchmal wäre ich am liebsten gar keine Feenprinzessin. Hallo, Holly. Hallo, Ben. Wo willst du denn hin? Ich will in die Elfenschule. Oh, was lernt ihr so in der Elfenschule? Wir lernen, wie man Spielzeug herstellt. Das klingt spannend. Ist es auch. Elfen basteln sehr gern Spielzeug. Und ich bin ein Elf. Ich will auch Spielzeug basteln können. Nanny, darf ich mit Ben die Elfenschule besuchen? Du bist keine Elfe, sondern eine königliche Feenprinzessin. Oh, bitte, Nanny Plum. Bitte, Nanny Plum. Erlauben Sie es ihr. Oh, na schön. Hurra! Ich begleite dich jedoch, um sicherzugehen, dass du nicht irgendwas anstellst. Ja, gern. Beeilen wir uns, sonst kommen wir noch zu spät zum Unterricht. Wir gehen in die Elfenschule, wir gehen in die Elfenschule. Wir gehen in die Elfenschule, wir gehen in die Elfenschule. Wir gehen in die Elfenschule, wir gehen in die Elfenschule. Komm mit, die Elfenschule ist in der Spitze des Baumes. Aha. Guten Morgen, Mädchen und Jungen. Guten Morgen, weiser alter Elf. Nanny Plum. Hallo, weiser alter Elf. Hallo. Prinzessin Holly würde sich gern ein Bild machen vom Unterricht in ihrer kleinen Schule. Wieso nicht? Sie darf sich gern dazusetzen. Oh, toll. Wo kommen denn die Hügel plötzlich her? Daddy muss sie gezaubert haben. Danke, Daddy. Kleines, ich zaubere doch keine Hügel. Wer tut das dann? Gute Frage. Ich werde es schleunigst herausfinden. Weiser alter Elf? Guten Morgen, Majestät. Wer war das mit den Hügeln auf meinem Golfplatz? Ein Maulwurf, eure Majestät. Macht der Plage ein Ende. Wir versuchen jeden Morgen, den Maulwurf zu vertreiben, Eure Majestät. Soll das heißen, Sie wissen nicht, wie man der Maulwürfe Herr wird? Nein. Was nun, Nanny Plum, lass sie doch die Sache klären. Sie kann ja zum Glück alle Tiersprachen sprechen. Natürlich. Nanny! Ja, Eure Majestät? Ah, Nanny Plum. Sie beherrschen doch die Tiersprachen. Ja, Eure Majestät. Dann fordern Sie diesen Maulwurf auf, meinen Golfplatz zu verlassen. Vollkommen unmöglich. Was? Maulwürfisch kann ich nicht, tut mir leid. Es ist eine der absolut schwersten Tiersprachen. Genau wie Erdferkelisch. Können Sie dann den Maulwurf durch Zauberei vertreiben? Ich kenne eine Zaubermethode, die gegen Maulwürfe hilft. Jedoch unglücklicherweise braucht man einen Gnom. Was ist das? Ein Gnom, Eure Majestät, ist eine Art Elf. Mit dickem Bauch. Was? Gnome haben rein gar nichts mit Elfen gemeinsam. Sie essen zu viel, reden zu viel und nie wollen sie arbeiten. Vorurteile hin oder her. Ich will, dass der Maulwurf verschwindet. Los! Zu Befehl. Ich beschaff uns den Gnom. Wo bin ich? Hallo, Mr. Gnom. Ich rief Sie her zur Vertreibung von Maulwürfen. Das mache ich mit großem Vergnügen. Oh, Verzeihung, Mr. Elf. Wisst ihr, Holly, ihr kommt mit zu einem Elfenausflug. Elfen zaubern nie im Leben. Und wir sind Elfen. Hopp, einsteigen. Küste, wir kommen. Hier der Ablaufplan. 1 Uhr, Mittagessen. 2 Uhr, spielen im Sand. 3, aufräumen. 4, verlassen der Küste und Ankunft zu Hause. 4.30 Uhr präzise. Daddy, es sind doch Ferien. Oh, stimmt ja. Anscheinend habe ich mich noch nicht daran gewöhnt, Ferien zu haben. Du arbeitest zu hart, Mr. Elf. Versuch heute etwas zu entspannen. Ach, ich tue mein Bestes, Mrs. Elf.
sind da, die See. Yippie, das Meer. Und Sand. Ich liebe die See sehr. Kommt, lasst uns essen. Gute Idee. Ich hab Hunger. Ich auch. Hier ist unser Picknickkorb. Oh, ich liebe Picknickkörbe. Du sagst einfach nur, was du willst. Und dann zaubern sie es schon. Das ist ein Elfenpicknick. Da wird kein bisschen gezaubert. Oh. Mrs. Elf macht immer ein wirklich sensationelles Picknick. Danke, Mr. Elf. Nur hast du heute das Picknick zusammengestellt. Was ich sollte? Oh. Was ist los? Wir haben unser Picknick vergessen. Dieser Korb hier ist absolut leer. Davon habe ich doch aber gerade geredet. Wir Feen nehmen immer einen total leeren Korb mit zum Picknick. Zauberkorb bringen bitte. Leckere, So, nun bist du fertig für die Schule. Aber Mami, die Elfenschule fängt noch ewig nicht an. Darf ich vorher noch zu Holly? Ich möchte ihr gerne meine neue Uhr zeigen. Von mir aus? Aber pass auf, dass du nicht zu spät zur Schule kommst. Nur keine Angst. Elfen kommen nie zu spät. Und ich bin ein Elf. Puh, Mr. Elf. Die Morgenstunden sind immer recht anstrengend. Das kannst du laut sagen. Der Hahn hat gekräht, Prinzessin Holly. Zeit für Feen aufzustehen. Ist es schon morgen, Nanny? Frühstück ist fertig, Holly. Danke, Nanny Plum. Jetzt werden deine Haare gebürstet, Holly. Und hier ist deine Krone. Das wär's. Die Morgenstunden sind recht anstrengend. Hallo, Nanny Plum. Was ist denn, Ben? Ich habe keine Zeit für Elfen ans Tor zu gehen. Kann Holly zum Spielen rauskommen? Ich fürchte, Prinzessin Holly ist zu beschäftigt für... Hallo, Ben. Hallo, Holly. Sieh mal, meine neue Uhr. Ist das eine richtige Uhr? Ja, du kannst sie ticken hören. Oh ja. Kannst du mir sagen, wie spät es ist? Noch nicht, aber die Uhrzeiten sollen wir heute in der Elfenschule lernen. Ja, und ich glaube, du willst nicht zu spät kommen. Ich bin ein Elf. Magisches Auto, fahr los. Macht's gut. Viel Spaß. Wiedersehen. Königin Holly. Das klingt sehr schön, findet ihr nicht? Hallo, ich bin Königin Holly. Oh, hallo Ben. Hallo Nanny Plum. Kann Holly zum Spielen rauskommen? Ich fürchte, heute ist Holly viel zu beschäftigt, um zu spielen. Sie muss ein Königreich regieren. Hä? Ben, komm hier rauf. Schnell. Okay. Hallo Holly. Königin Holly für dich. Was? Mami und Daddy mussten heute wegfahren und haben mir die Verantwortung für das Königreich übertragen. Wow! Also, ich bin Königin Holly. Hallo? Hallo, Nanny Plum. Ich komme, um Ben Elf abzuholen. Es ist Zeit für die Schule. Oh, klar. Ich werde... Nanny, der weise alte Elf soll herkommen. Ich werde das mit ihm regeln. Wie ihr wünscht, Eure Majestät. Herein. Hallo, Prinzessin Holly. Ich bin heute nicht Prinzessin Holly. Ich bin Königin Holly, den ganzen Tag lang. Ich habe wirklich keine Zeit für solcherlei Scherze. Ich komme, um Ben abzuholen. Er muss in die Schule. Warte, Ben. Mami und Daddy sind heute weggefahren. Und ich habe die Verantwortung für das ganze Königreich. Ist es auch so, Nanny Plum?
Ich befürchte durchaus. Und ich habe gerade erst entschieden, dass Ben an diesem Tag überhaupt nicht zur Schule gehen muss. Das ist jetzt Gesetz. Fällt denn nicht Zahn dir aus? Wer kommt in dein Haus? Die Zahnfee des Nachts! Nanny, wieso hat Mami gesagt, dass es äußerst gefährlich ist, eine Zahnfee zu sein? Es gibt sehr, sehr vieles, auf das man Acht geben muss, wenn man durch die Nacht fliegt. Na was denn? Au! Spinnennetze zum Beispiel. Schönen guten Abend, verehrte Spinne. Entschuldigen Sie die Beschädigung Ihres Netzes. Der junge Elf verfügt noch über sehr unzureichende Nachtflugerfahrungen. Puh! Wiedersehen! Danke, Nanny Plum. Nanny, was gibt es noch für Dinge, auf die wir aufpassen müssen? Oh. Fenster! Woher ist denn das auf einmal gekommen? Das hast du gut gemacht, Holly. Du hast das Haus des kleinen Mädchens gefunden. Und siehst du, da liegt es. Ich finde, dass sie nicht gerade klein aussieht. Wow, so ein großes Mädchen habe ich noch nie gesehen. Still. Weil sie so groß ist, hat sie auch große Ohren und könnte uns hören. Ihr müsst also leise sein. Folgt mir. Sie ist wirklich hübsch, Nanny. So dicht dran zu gehen ist gefährlich, Holly. Ihr Atem saugt mich ja richtig ein. Beweg die Flügel. Ich sage ja, wir müssen vorsichtig sein. Sehr vorsichtig sogar. Jetzt kommt der schwierigste Teil der Mission. Ich muss den Zahn ganz geschickt unter dem Kopfkissen hervorholen, wobei die Kleine auf keinen Fall aufwachen darf. Wie denn? Abrakadauf, Kissen, heb dich auf. Oh. Da liegt der Zahn. Er rührt sich nicht. Eins, zwei, drei, ziehen! Oh. Hallo, Ben! Hallo, Holly! Lebensmittellieferung! Na endlich, Mr. Elf! König Aurikel wartet auf sein komplettes Frühstück. Nun, heute liefern wir Champignons, Tomaten, gebackene Bohnen und natürlich Eier. Eine wundervolle Zusammenstellung für das königliche Frühstück. Ja, ja, danke schön, Mr. Elf. Das Einzige, was heute sehnsüchtig erwartet wird, ist Mehl. Was, Mehl? Ja, Mehl fehlt, um Brot zu backen. Der König will Brot. Kein Problem. Wir besorgen umgehend einen Sack Mehl von der Elfenwindmühle. Danke, Mr. Elf. Ich schätze, eine Lieferung wäre durchaus in der nächsten Woche drin. Nächste Woche? Ich brauche das Mehl noch heute. Ah, der Volksmund sagt schon, du treibst die Elfenwindmühle nicht an. Wer weiß, vielleicht sollte ich der Windmühle einen Besuch abstatten. Warum nicht, Nanny Plum? Wenn Sie wollen, nehmen wir Sie mit. Ein Besuch der Windmühle wird sicher lustig. Darf ich auch mitkommen? Natürlich. Bitte einzusteigen, Prinzessin Holly. Hallo, Ben. Hallo, Holly. Hallo, weiser alter Elf. Ah, Nanny Plum. Guten Tag. Kann ich bitte einen Sack Ihres Mehls bekommen? Aber gern. Er wird für Sie bereitgestellt und das genau in einer Woche. Ich dachte, das geht sofort. Hoho. Die Elfenband steht freudig zu Diensten, Eure Majestät. Weiser alter Elf. Wir erwarten heute den Besuch von höchst bedeutenden Gästen. König und Königin Marigold. Sie sind wahnsinnig langweilig und hochnäsig. Und Sie wünschen sich etwas Elfenmusik. Haben Sie inzwischen geübt? Nein, Eure Majestät. Eure Ansage war ganz klar. Nie wieder sollten wir musizieren. Ja, ja. Heute wollen wir Sie hören. Oh, das ist für uns eine große Ehre, Eure Majestät. Eins, zwei, drei, vier. Umpa, 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 umpa.
Interessant. Das war grauenvoll. Wieso? Ich fand's gut. Dir mag es gefallen, Holly. Doch ich fürchte, König und Königin Marigold gefällt es nicht so. Wenn ich einen Vorschlag machen dürfte, Eure Majestät. Wie sieht er aus, Nanny Plum? Prinzessin Holly könnte die Blockflöte für die Gäste erklingen lassen. Ja, Nanny hat es mir neulich beigebracht. Und Holly hat sehr fleißig geübt. So eine charmante Weise. König und Königin Marigold werden begeistert sein. Leider gibt's nur ein Problem. Du hast Elfenmusik versprochen und Holly ist keine Elfe. Dann zaubere ich eben Elfenohren für Holly. Nein, danke, Nanny. Ich weiß schon. Nanny kann der Elfenband beibringen, wie man Hollys Lied spielt. Hurra! Da bist du ja wieder, mein Kochbuch. Wo war es denn? Es war in unserer Elfenbibliothek. Was hast du denn da nur getan? Ich hab mich gelangweilt, nichts sonst. Das Buch kennt sogar ein Rezept für eine moderne Speise. Oh, gut. Was brauche ich an Zutaten? Eine Kartoffel, eine Karotte, eine Zwiebel, ein paar Erbsen und Käse. Aber damit würde ich doch auch normalerweise kochen. Ja, die Zutaten sind einfach. Aber die Art der Zubereitung ist es nicht. Nun mach einen Topf Wassereis. Schnippele Kartoffeln, Karotte, Zwiebeln, Erbsen und Käse und gib sie in den Topf. Koche alles eine Minute und dann sammle den Dampf. Den servierst du. Das ist alles? Es ist ein modernes, delikates Gericht. Ganz entzückend von euch, uns so kurzfristig einzuladen. Oh, gar nicht der Rede wert. Wir können es kaum erwarten zu sehen, was die beste Köchin der Welt uns Leckeres zubereitet. Oh, tut mir leid, das ist mein Magen. Ich bin ja so voller Vorfreude auf das leckere Mahl. Das Essen wird serviert. Guten Appetit, Eure Majestäten. Oh, ja, ein ganz exquisites Aroma. So raffiniert. Nanny? Eure Majestät? Wie nennt sich das denn? Wölkchen der Gemüsesuppe. Das ist nur Dampf. Ein geradezu sensitives Gericht. Wie wundervoll. Der Geschmack lässt sich nur erahnen. Und dazu gibt es nicht mal ein paar Kartoffeln? Nein. Nanny, ich habe Hunger. Ich auch. Kein Problem. Aus den im Topf gebliebenen Kartoffeln, Karotten, Zwiebeln, Erbsen und Käsestückchen ist eine leckere Suppe geworden. Oh, yummy. Nanny, wo ist das Nest? Es liegt in der Mitte meiner Küche. Es ist ein... Sagen Sie kein Wort, Nanny. Ich möchte als Erster die Entdeckung machen. Wow, das ist ja ein gewaltiges Nest. Und in meiner Küche kann es nicht bleiben. Nanny Plum, mein Gesetz sagt, dass nistende Kreaturen nicht gestört werden dürfen. Das ist doch eine... Ruhe, Nanny. Das ist mein Hobby, nicht ihrs. Also nenne ich den Namen. Oh, ich sehe große glänzende Augen. Glänzende Augen? Das könnte eine Knopfaugenamsel sein. Aha, das klingt doch selten. Ich sehe auch Barthaare. Barthaare? Das könnte der Weißbart-Herling sein. Und da ist noch ein langer, geringelter Schwanz. Ein geringelter Schwanz? Der Vogel ist so selten, also den kenne ich noch nicht. Ich habe einen neuen Vogel entdeckt. Ich taufe ihn den König Aurikelvogel. Wenn ihr das so sagt, Eure Majestät. Ich will aber den verdreckten, übelriechenden Nager nicht in meiner Küche haben. Nanny Plum, in dieser Form spricht man nicht über den König Aurikelvogel. Wir müssen ihn in Ruhe seine Eier legen lassen. Ich denke nicht, dass Ratten Eier legen. Ratten? Ah, eine Ratte! Oh, hier hausen Ratten. Verschwinde von hier. Ja, husch, husch, raus mit dir, du verdreckte Ratte. Oh nein, Eure Majestät, der König Aurikelvogel muss von euch die Erlaubnis bekommen zu bleiben. Was? Euer Gesetz sagt, keine nistende Kreatur darf gestört werden. Das habe ich gesagt?
Ja, Daddy. Wie mir scheint, sollte das Gesetz sagen, Ich möchte einen Blick drauf werfen. Ihr seht, da steht's schwarz auf weiß. Das heißt, dass wir gar nichts dagegen tun können. Als Königin erkläre ich dieses verrückte Gesetz für aufgehoben. Hey, das ist unser Fernseher. Wieso tragen die unsere ganze Einrichtung weg? Keine Ahnung. Ameisen, das ist unerhört. Nanny Plum, tun Sie etwas. Ja, dann verfolgen wir Sie. Wo tragen die denn unsere ganzen Sachen hin? Zur Ameisenkönigin würde ich annehmen. Eine Königin? Ist die auch so hübsch wie Mami? Hat sie wunderschöne Kleider und eine funkelnde Krone? Nein, die Ameisenkönigin ist eine etwas andere Art von Königin. Oh. Da ist mein Horn. Da ist mein Zauberstab. Oi! Und das ist unser Fernseher. Die Ameisen haben uns alles weggeholt. Ja, uns genauso. Wo schaffen sie das denn alles hin? Runter zu ihrer Königin. Nanny, ich befehle Ihnen, ein ernstes Wörtchen mit der Ameisenkönigin zu reden. Was soll ich ihr sagen, Eure Majestät? Sagen Sie ihr, dass sie aufhören soll, einfach unsere Sachen zu nehmen. Das würde ich, Eure Majestät. Nur leider beherrsche ich die Ameisensprache nicht. Sie ist eine der schwierigsten Insektensprachen. Wie tausendfüßlerisch. Was uns fehlt, ist jemand, der die Ameisensprache kann. Gaston! Ah, gut. Marienkäfer können das. Dann setze ich Gaston ab sofort als ihren Dolmetscher ein. Runter jetzt, Nanny. Dürfen Ben und ich auch mitgehen? Ja. Wenn ihr ganz dicht bei Nanny Plum bleibt, damit sie euch beschützen kann. Hurra! Ich gehe auch, damit ich Nanny Plum beschützen kann. Und ich begleite euch auch, damit ich Mr. Elf beschützen kann. Das Kreuz ist ja auf unserer Wiese. Kann es sein, dass der Schatz da liegt? Das finden wir nur auf einem Weg raus. Auf zur Wiese! Halt, wir brauchen da vielleicht einen Spaten. Piratenschätze sind oft in der Erde vergraben, tief unten. Das sind Fleur und Romy. Hallo allerseits. Hallo, meine Schätzchen. Ich bin Rotbart, der Elfenpirat. Und das ist meine Freundin Polly. Setzt die Segel. Wir wollen einen versteckten Schatz finden. Wow. Aha, da ist ein Rätsel auf der Rückseite des Plans. Was sagt es denn? Rosen sind lang und der Himmel ist groß. Mische die beiden und dann grabe dort los. Das klingt verworren. Rosen sind lang? Und der Himmel ist groß. Aber wie soll man sie mischen? Das kann man nicht. Es ist verrückt. Nicht verrückt, sondern ein Rätsel, mein Liebchen. Man muss es einfach nur entschlüsseln. Die Rosen sind rot und der Himmel ist blau. Misch die beiden zusammen und du hast... Violett! Er muss also unter der violetten Blume vergraben sein. Aha! Sehr klug! Fantastisch! Komm mit, Ben! Lass uns den Schatz gleich ausgraben! Ja! Elfen sind sehr gut im Graben! Und wir sind Elfen! Grab los! Grab, grab los! Grab, 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 grab! Grab los! Grab, grab los! Grab, grab! Was ist das? Wieder eine Karte. Sehr richtig. Der Schatz lässt sich natürlich nicht nur durch einen Hinweis finden. Wieso nicht? Das würde doch keinen Spaß machen, meine kleine Meerjungfrau. Doch.